Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für die 34. Kalenderwoche. Die Woche, die am 19. August beginnt und bis zum 25. August geht. Die Woche beginnt gleich mit einem Vollmond am Montagabend und so könnte es am Montag noch ein bisschen turbulent werden, aber im Laufe der Woche wird es ruhiger und wir haben immer noch Löwezeit und viele von euch hatten bereits Geburtstag und ich wünsche euch allen ganz herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Es ist auch die letzte Woche im Sternzeichen Löwe und zum Wochenende hin beginnt dann schon Jungfrau. Aber lieber Löwe, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Huch, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Karten so sagen und wie die Karten sich so, wie die Energien sich so zeigen. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen die Woche für das Sternzeichen Löwe ansehen. Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können dann gleich beginnen. Was haben wir hier? Der Gehängte und die Kraft. Interessante Energie, interessanter Zusammenhang. Die Kraft gibt dir natürlich sehr viel Stärke und Mut und Wunsch auch, dich auszudrücken, ne? Wunsch, dich zu selbst zu verwirklichen, deine Wünsche und Ziele in die Welt zu bringen. Und du bist sehr konzentriert und aufmerksam in dieser Woche. Auch in dir ruhend, ne? Man erkennt so eine innere, so ein inneres Gleichgewicht bei dir. Und es macht dich sehr geistesgegenwärtig. Du bist bereit für die Herausforderungen im Leben. Allerdings weißt du nicht so genau, auf was du jetzt deine Energie direkt lenken sollst. Diesbezüglich bist du sehr unentschlossen. Und ja, diese Unentschlossenheit ist auch schwierig für dich, denn eigentlich bist du ein sehr entschlussreicher Mensch, ne? Also, so als Löwe weißt du eigentlich immer, was du willst und was zu tun ist. Und in dieser Situation stockt diese Sicherheit plötzlich, ne? Also, du hast womöglich einfach sehr viele Optionen vor dir. Du hättest jetzt viele Möglichkeiten, was du jetzt als nächstes tun kannst und solltest. Und ja, keine dieser Optionen fühlt sich hundertprozentig an. Alles hat vielleicht irgendwie einen Haken oder einen Nachteil. Und du bist so ein bisschen, ja, in einem Dilemma. Keine Sorge. Die richtigen Antworten kommen und es könnte wirklich sein, dass dir eine wichtige Information fehlt, noch fehlt, oder dass hier eine wichtige Erkenntnis deinerseits dich aus dieser Situation herausbringt. Und so gesehen erfüllt diese Unentschlossenheit für den Moment ihren Sinn und Zweck. Und das ist natürlich auch nichts, was von langer Dauer ist. Es ist auf jeden Fall auch hilfreich, das Gesamtbild zu betrachten. Und manchmal ist es beim Gehängten so, dass man auch ein Ziel für ein anderes Ziel aufgeben muss, ne? Dass man irgendwie dann doch Prioritäten setzen muss. Oder tja, vielleicht hilft dir aber auch eine andere, übergeordnete Erkenntnis. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil wir an unserer eigenen Ego-Perspektive so stark haften und die Wünsche, Bedürfnisse und Perspektiven von anderen könnten dir helfen, die ganze Situation, in der du dich hier im Dilemma befindest, ja, das nochmal zu anders zu beurteilen, ne? Da einen anderen Blick drauf zu bekommen. Und so könnte sich das Ganze als eine bewusstseinserweiternde Erfahrung für dich herausstellen, ne? Wir schauen mal, lieber Löwe, was ich dir hier noch weiter sagen kann.
Ah, okay. Interessant. Auch hier sehr ernste Karten, ne? Wir haben hier den Eremiten, der schon diese kommende Jungfrauphase in unser aller Leben ankündigt. Ist auch Jungfrauenergie. Und wir haben die Liebenden. Die Liebenden, die natürlich für die Liebe selbst stehen. Es geht hier darum, eine Entscheidung aus Liebe zu treffen, eine Herzensentscheidung. Für die Liebe zu dir selbst, für die Liebe zu anderen. Ne? Das ist hier dann in diesem Fall ergänzend, wenn nicht sogar das Gleiche. Ne? Und man sieht hier den Er mit welchem Ernst du bei der Sache bist. Du möchtest hier wirklich eine gute Lösung finden, eine objektive Entscheidung treffen, eine vernünftige Entscheidung treffen. Du möchtest kein kurzfristiges Vergnügen, sondern du hast Ideale, ne? Du hast Ideale und verfolgst höhere Ziele. Und du bist auch bereit, ne, für ein höheres Ziel auch etwas zu opfern, wenn es sein muss, ne? Natürlich auch nicht einfach so. Vor allem möchtest du auch Verantwortung übernehmen und Verantwortung ist auch ein Akt der Liebe, ne? Verantwortungsbereitschaft ist ein Akt der Liebe. Für sich selbst und für andere Verantwortung zu nehmen, ist auch, also gehört einfach zur Liebe auch dazu, ne? Man sieht hier, dass du gerade reifst oder dass du ein reifer Charakter bist. Ah, das ist hier wirklich eine sehr schöne, aber sehr tiefgründige Situation. Was war denn in der Vergangenheit los? Der Wagen. Schau mal, an was für einer wichtigen Lebensphase du bist, ne? Der Wagen, du hast dich auf ein großes Ziel vorbereitet. Du hast einen neuen Weg in dein Leben gesehen und ihn vielleicht bereits schon gegangen. Vielleicht begann für dich schon diese neue Lebensreise, ne? Vielleicht bist du auch wirklich auf Reisen gegangen und diese Reise hat dich jetzt verändert, ne? Und du stehst jetzt vor neuen Fragen, vor einer Weggabelung, ne? Es ist halt so, als würde man sich voller Enthusiasmus auf eine neue Lebensreise begeben und da warst du dir auch sicher. Und plötzlich kommst du ins Stocken, weil da so eine Weggabelung ist, mit der du nicht gerechnet hattest. Und welche Entscheidung triffst du jetzt, ne? Welchen Weg gehst du? Vielleicht gibt es hier, ja. Also das ist hier wirklich interessant. Hier bist du voller Aufbruchsstimmung darauf zugegangen. Und in dieser Woche merkst du, wie ernst dir diese Sache auch ist, ne? Was da alles dranhängt. Siehst plötzlich noch mehrere Möglichkeiten, noch mehrere Pfade, die du wählen könntest. Und du möchtest hier natürlich eine objektive und vernünftige und sinnvolle Entscheidung treffen. Wow. Wow. Hier haben wir den die Sechs der Stäbe. Und du wirst natürlich eine Lösung finden. Du kommst in deine Entschlusskraft wieder zurück. Du wirst die Situation schaffen, ganz klar. Und mehr als das, es kann sogar sein, dass in dieser Entscheidung sich von selbst einige Probleme in nichts auflösen werden. Du trittst auf jeden Fall siegreich hervor in dieser Situation und letztendlich wird sich alles genau so entwickeln, wie du es dir vorgestellt hast. Letztendlich wirst du der Gewinner in diesem Spiel sein. Aber es fordert dich auf eine sehr positive Art und Weise heraus, ne? Weil du das so ernst nimmst auch. Und man möchte ja auch nicht einfach so den Sieg leicht haben, ne? Es soll ja auch eine Herausforderung sein, sonst wäre es kein Sieg. Hier könnte es auch sein, in dieser Energie, dass du jemanden für dich eroberst, ne? Dass du dich vielleicht mit jemandem gedatet hattest und um diese Person gekämpft hattest und du stellst dann in dieser Woche fest, dass diese, ja,
dass diese Person jetzt überzeugt von dir ist, ne? Ja, es könnte auch sein, wenn es ja eine Situation auf der Arbeit ist, ne? Dass du auf der Arbeit einen wichtigen Sieg errungen hast und dieser Sieg, ne, und die Anerkennung, die das daraus resultiert und die Möglichkeiten, die man jetzt durch diesen Sieg hat, dich vor neuen Möglichkeiten stellt, ne, dass du plötzlich deinen Handlungsspielraum erweitert hast, ne, und dass du jetzt hier viele neue Perspektiven dadurch gewonnen hast, ne. Und natürlich solltest du einige Tage damit verbringen, hier voll stolz auf dich zu sein, ne? Und deinen Sieg zu feiern. Aber natürlich auch nicht zu lange. Es sollte natürlich auch nicht so sein, dass man anfängt, sich auf seine Lorbeeren auszuruhen. Denn jetzt geht es erst richtig los, ne? Jetzt kann es hier noch weitergehen und du gehst hier die Sache mit sehr viel Ernst an. Aha. Das ist schön. Du fühlst dich erfüllt. Du fühlst dich emotional vervollständigt. Du hast ein stabiles soziales Umfeld um dich herum und ein sehr liebevolles Umfeld. Empfängst hier sehr viel Warmherzigkeit, Verständnis und emotionale Unterstützung. Wenn dies hier um eine Partnerschaft geht, dann ist es wahrlich so, dass du dich durch die Verbindung mit der anderen Person vervollständigt fühlst, ne? Dass du dich wirklich hier sehr erfüllt fühlst von Liebe, dass es gerade sehr harmonisch und erfüllend ist einfach, ne? Man sieht dann auch hier zwischen euch beiden in den Liebenden natürlich eine wirklich tiefe Verbindung, die jetzt sich auch im Laufe der Woche vertieft, ne? Eine Liebe wäre das, die dich nicht abheben lässt oder dich nicht von dir selbst entfernt, sondern ganz im Gegenteil, durch diese Liebe zu diesen Menschen kommst du viel mehr bei dir selbst an, ne? Und insofern hat auch Liebe mit Verantwortungsbereitschaft zu tun. Das ist nicht der einzige Aspekt, aber ja, man erkennt sich über die Liebe selbst. Und das sehe ich hier bei dir auch, ne? Dass du dadurch ernster und reifer, verantwortungsbewusster bist und dass es dir wirklich darum geht, die Liebe auf einer tieferen Art und Weise zu erleben, als ein kurzfristiges Vergnügen zu haben. Gar nicht, ne? Das ist wirklich hier echt richtig tiefe Liebe. Und du erlebst durch diese Liebe ein neues Erwachen. Du kommst nicht nur bei dir selbst an, du erfindest dich regelrecht neu in dieser Liebe, ne? Du wächst heran, du erfährst Selbstverwirklichung, ne? Du verankerst dich in der Welt und zeigst dein wahres Wesen und kannst dein wahres Wesen endlich zeigen. Das ist wirklich, als würde etwas in dir erwachen. Du hast eine sehr starke Präsenz im Laufe der Woche, du strahlst. Und durch dein Wirken entwickeln sich auch die Aspekte in deinem Leben positiv weiter. Natürlich diese Beziehung, natürlich auch dein Berufsleben, dein Wirken nach außen. Und das birgt auch interessante Weiterentwicklungen für dich, ne? Dadurch sind jetzt Sachen möglich, die vor kurzem noch nicht möglich waren oder die du gar nicht richtig erahnt hast. Was für eine tolle Woche, ne? Für dich. Hier zeigt sich ein Ritter der Schwerter und das könnte dein Gegenüber sein, denn du hast sehr wenig Schwerter in dieser Woche, ne? Eine Person, die dich antreibt, die dich motiviert, für die du auch mit agierst, ne? Also das, was du hier tust, tust du auch im Hinblick auf diese andere Person. Und es könnte dieser Ritter der Schwerter sein. Der Ritter der Schwerter könnte eine weibliche Person sein auch. Hier zeigt sich eine Luftperson. Wassermann, Waage, Zwilling wäre denkbar. Vielleicht auch Jungfrau.
Ne? Hier auch gerade mit dieser Jungfrau-Energie wäre es denkbar. Diese Person könnte auch ein anderes Sternzeichen haben und dir einfach wie ein Luftzeichen vorkommen. Ne? Das könnte daran liegen, weil ihr sehr gute Gespräche führt. Es ist eine sehr strukturierte, geplante und auch durchdachte Person. Ne? Eine intellektuelle Person könnte es auch sehr gut sein, die sehr viel Wissen besitzt. Mit der man sich gut unterhalten kann, eine Person, die auch Pläne für die Zukunft schmiedet, sich Pläne überlegt, sich auch ja, gerne mit Gedanken beschäftigt, mit Theorien und auf dieser Ebene auch gerne neue Theorien, neue Ideen in die Welt bringt. Der Ritter der Schwerter hat oft auch eine beratende Funktion. Hier geht es manchmal auch um etwas Juristisches, ne? Vielleicht, wenn du nicht mit dieser Person in einen romantischen Bezug bist, könnte diese Person auch dich beraten. Oder vielleicht geht es hier wirklich um den Entschluss, um etwas Gerichtliches, ne? Einen Prozessverlauf. Und dann könnte das natürlich, deine Anwältin. Dein Anwalt, deine Richterin, dein Richter sein. Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Tja. Tja, ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, das ist eine Liebe. Das ist, glaube ich, keine Liebe. Das ist vielleicht jemand auf der Arbeit, ne? Die Liebe ist für dich vielleicht viel stabiler, ne? Nee, das ist irgendwas anderes. Tatsächlich hat diese Person viel mehr so eine beratende Funktion. Es könnte sogar auf der Arbeit ein Konkurrent von dir sein und dann wäre das ganz klar, dass du diesen Konkurrenten ausgestochen hast, ne? Diese Person ist kraftlos. Diese Person hat keine Energie mehr. Vielleicht weißt du das im Moment noch nicht. Vielleicht wirst du das auch in dieser Woche nicht erfahren, aber dann später wird das klar werden. Das ist ja eine schwierige Situation, aber hat auf jeden Fall mit deinem Dilemma zu tun und mit deinem neuen Anfang, mit deinem neuen Weg, diese ganze Situation. Und hier kommen Erkenntnisse rein. Du wirst über diese Person irgendwas erfahren und dich selbst auch dann mit neuem Wissen auseinandersetzen. Und dann wird der Wagen auch weiter ins Rollen kommen. Ja, du siegst hier schon, ne? Du bist im Vorteil, definitiv. Du bist hier definitiv im Vorteil gegenüber dieser Person. Aber vielleicht berät diese Person dich auch einfach, ne? Dann ist diese Person in dieser Woche aktuell etwas kraftlos. Diese Person hat keine Energie mehr. Aber du hast Energie, ne? Ja, was deine Beziehungen betrifft, deine romantische Beziehung, Familie und Freundschaften, das wird alles komplett unkompliziert, einfach nur schön, erholsam, erfüllt, ne? Da zeigen sich keine Konflikte, da zeigen sich aber auch keine großen Weiterentwicklungen, sondern einfach, dass du hier mit den Menschen, die du liebst, eine wunderschöne Zeit verbringst und dass es sehr ehrlich zugeht, sehr warmherzig, sehr vertraut. Und dass man zusammen einfach eine wunderschöne Zeit zusammen verbringt, wodurch man einfach das Leben genießt, die schönen Seiten, die Freizeit genießt und da kannst du dich voll und ganz erholen. Ich denke, dein ganzes soziales Umfeld wirkt gerade überaus unterstützend für dich, ne? Und das ist eine andere Situation. Du hast hier irgendwie dir wirklich einen Vorteil ergattert.
Weißt aber jetzt noch nicht genau, wie es weitergeht, brauchst noch weitere Informationen, da können wirklich noch Erkenntnisse eine Rolle spielen. Es könnte auch wirklich vonnöten sein, sich Rat von jemand anderem einzusuchen oder dich mit neuen Wissen und neuen Informationen zu beschäftigen oder mit deinen Wertevorstellungen, ne? Mit deinen Wertvorstellungen, mit deinen ethischen Überzeugungen. Es ist schon herausfordernd, aber du wirst es schaffen, ne? Letztendlich gehört das zum Weg dazu, diese Herausforderung. Du bist vor einer wichtigen Weggabelung. Du möchtest Veränderung, aber es muss jetzt auch nicht von der Veränderung her zu turbulent werden. Letztendlich bist du, zeigst du dich offen und flexibel und lässt die Dinge auch ein bisschen auf dich zukommen, möchtest mit der Realität zusammenarbeiten, ne? Das heißt einfach, dass du schaust, was passiert und du versuchst dann auch, ja, Lösungen direkt dann zu kreieren, ne? Du hast jetzt keine speziellen Erwartungen. Das ist, glaube ich, an dem Punkt, an dem du gerade bist, auch sehr von Vorteil. Und das könnte auch der höhere Zweck dieser Unentschlossenheit sein, ne? Weil hier vielleicht noch eine wichtige Information fehlt, weil hier vielleicht noch eine wichtige Entwicklung erst getan werden muss, bevor der Wagen wieder weiterfährt, ne? Bevor die Reise weitergehen kann, bevor ja, die Energien wieder an Fahrt gewinnen. Aha, die vier der Scheiben, ein ruhiges Wochenende mit deinen Liebsten, das der Erholung dient. Und des Energietankens. Ja, du verbringst dein Wochenende in trauter Zweisamkeit oder mit den Menschen, die dir sehr vertraut sind, zusammen. Und ja, es wird dann sehr wichtig sein, dass du den Menschen gegenüber dich besonders lo als loyal erweist, die wirklich an deiner Seite stehen, denen du vertrauen kannst. Und dass du diese Menschen vielleicht auch schützt vor äußeren Einflüssen, die diesen Menschen nicht zugute kommen. Es könnte hier recht wichtig sein, zum Wochenende die Gruppe zusammenzuhalten, ne? Dich um die Menschen zu kümmern, die du liebst und die dich lieben. Diese Angelegenheit braucht Zeit. Es könnte auch einfach sein, dass dein Anwalt gerade auch etwas kränklich ist, ne? Und eben eine Sache nicht so ganz weiter verarbeiten kann oder jemand auf der Arbeit, dass dieser Mensch eine sehr wichtige beratende Funktion für dich auf der Arbeit hat und dass du mit diesen Menschen zusammenarbeitest, aber dieser Mensch ist in dieser Woche nicht verfügbar oder hat weniger Kraft oder ist wirklich ein bisschen erkältet. Hier wird man noch weiter die Situation analysieren, die Pläne besprechen und dann zu Lösungen kommen, ne? Die vielversprechend sind. Aber ein Teilsieg wurde hier schon definitiv erlangt. Definitiv, ne? Und so ist es, kannst du dir in dieser Woche auch Zeit nehmen. Was haben wir hier? Die Energie kommt in Fahrt, das hatte ich ja hier schon gemeint, ne? Das wird alles schon, ne? Du solltest deine Erfolge zelebrieren, lieber Löwe. Du solltest dir genug Zeit nehmen für gewisse Entscheidungen und das Problem oder den Aspekt von allen Seiten beäugen, dich beraten lassen und dir Zeit nehmen für diese Entscheidung. Vor allem solltest du, ja, viel Zeit für die Liebe aufwenden, ne? Und es dir mit deinen Liebsten so richtig schön machen. Die Zeit genießen, die Sonne genießen und dich darin erholen. Ja, lieber Löwe, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit vielen tollen Ereignissen und Ergebnissen und Weiterentwicklungen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.